So, da sind wir wieder und ich möchte ein paar Tipps geben, wie man am effektivsten an Exotics in Destiny rankommt, weil ich glaube, dass diese Methode hier noch nicht unbedingt so weit verbreitet ist. Es gibt die offensichtlichen Methoden und zwar einfach Arteon und Crota auf Hardmode legen jeweils oder aber EOJ, die kann nämlich auch noch ein Exotics droppen. Aber hier gibt es noch einen anderen Trick und zwar sollte man auf Hardmode im Vault of Glass bis zu den Gorgonen vorstoßen und an dieser Stelle diesen Checkpoint, den sollte man versuchen möglichst zu behalten und auch an andere Leute weiterzugeben. Denn hier auf der linken Seite, wenn wir hier entlang laufen, gibt es da eine Kiste. Und diese Kiste ist nicht einfach nur eine Materialkiste, sondern das ist eine Exotic-Kiste. Also da sind auch durchaus öfter mal Exotics drin. Und der Trick besteht, also mehr oder weniger, wenn man einen Trick nennen will, dass man da mit einem Kumpel oder mehreren in diesen Checkpoint reingeht. Und dann wipet man einmal. Dann bekommt jeder den Checkpoint und dann kann man natürlich diese Kiste holen. Anschließend wechselt man einfach die ganzen Charaktere, die auch in den Vault of Glass rein können, durch, holt sie sich auch rein, gibt denen auch den Checkpoint weiter und öffnet die Kiste. Und das macht man halt, bis man mit allen drei Charakteren durch ist. Wenn man natürlich ganz großzügig ist, dann gibt man das auch an Freunde weiter, etc. pp. Und wenn man die Möglichkeit irgendwie hat, dann sollte man halt natürlich am Dienstag beim Reset um 10 Uhr irgendwie eingeloggt bleiben auf diesem Checkpoint, warten bis es nach 10 Uhr ist, irgendjemanden danach reinholen, wipen, damit er den Checkpoint bekommt und dann kann man selbst auch wieder bei dem Freund rein, um diesen Checkpoint zu holen. So kann man ihn quasi von Woche zu Woche retten. Wenn du dieses Video nützlich fandest, dann bewerte es doppelt mit dem Daumen hoch und subscribe den Kanal. Dankeschön.